Can I be your superhero? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute geht's weiter mit der Nations League. Wir orakeln Ungarn gegen Deutschland. Natürlich wieder Deutschland ausgewählt. Wir hatten ja bereits Italien und England auch schon als Gegner. Das lief ja bei Italien eher so semi-gut, bei England schon ein bisschen besser. Und wir hoffen natürlich, dass es gegen Ungarn noch besser läuft. In Real Life sind beide Spiele 1-1 ausgegangen. Gestern war das Spiel gegen England. Ich habe vorher noch U21 geguckt. Deutschland gegen Polen, das ging 2-1 aus, das war ganz gut. Dann Deutschland gegen England, habe ich nur die erste Halbzeit gesehen. Da ist zwar ein Tor für Deutschland gefallen von Hofmann, aber das war noch abseits irgendwie, glaube ich, ne? Irgendwie wurde das aberkannt und... schaffen wir. Und in der zweiten Halbzeit bin ich tatsächlich eingepennt und dann habe ich morgens halt nachgelesen, 1-1 gespielt. Ich glaube, per Strafstoß ist das 1-1 gefallen, ne? Und Hofmann hat für uns wieder getroffen. Also hat er doch noch sein Tor gekriegt. Ich habe nämlich noch so gedacht, dass er das so abgezockt macht. Das ist schon ganz geil. Boah. Da hat Ungarn das aber auch ganz schön abgezockt gemacht. Das war leider nichts. Da haben wir uns richtig schön ausspielen lassen. Ja, ich hatte mir natürlich mehr erhofft gegen England, gerade wo England ja auch gegen Ungarn so ein bisschen, so ein bisschen schlapp aufgetreten ist. Ne? Man hatte sich ja schon gedacht, dass England gegen Ungarn deutlich gewinnen würde, was aber nichts geworden ist. Jetzt, das war auch nichts. Und der Ball ist erstmal weg. Ja, und deshalb hätte ich jetzt vermutet, dass Deutschland nach diesem gelungenen Auftritt, würde ich es jetzt fast mal, also so soliden Auftritt gegen Italien, dass sie gegen England dann das Ding auch machen können. Sah auch streckenweise so ein bisschen danach aus, aber England hat halt auch gut mitgespielt und wir tun uns ja auch immer so ein bisschen, so ein bisschen schwer gegen England, ne? Also, jetzt, gibt's doch nicht. Gute Aktion, gut geklärt. Ja, komm, nochmal. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Da hauen wir das Ding einfach mal dagegen. War, glaube ich, Latte, ne? Das ist natürlich ärgerlich, dass wir dann eben diese Chancen nicht nutzen, während der Gegner natürlich eiskalt ist. Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Gehen wir einfach nochmal so und würden das Ding nochmal reinflanken. Das gibt's nicht. Da ist immer eine zwischen der rumnähert. Meine Güte. Aber gegen Ungarn, um mal auf das Spiel zu sprechen zu kommen, würde ich schon sagen, dass Deutschland... Also jetzt muss Deutschland auch langsam mal gewinnen, denke ich mir. Die können nicht nochmal unentschieden spielen und gegen Ungarn verlieren wäre echt blöd. Also sage ich einfach mal, dass sie das Ding eigentlich auch solide 2-0 oder so, vielleicht sogar 3-0 gewinnen können. Also so würde ich sie schon einschätzen, dass sie das eigentlich... So England und Italien sind auch immer ein paar, also andere Namen. So, da kann man schon mal ein Unentschieden spielen gegen die beiden Teams. Oh, wieder nichts. Jetzt komm. Aber... Ja, nein, vielleicht. Ich bin ein bisschen warum macht er denn noch diesen Haken? Ja, nein, vielleicht jetzt. Jetzt. Das gibt's nicht jetzt. Das ist ja auch noch ein Torwart. Der das Ding dann wegcasht. Oder war das war sogar Abseits? Meine Güte. Dass ich mich hier so schwer tue, dieses Ding da mal reinzustopfen. Ja, ich weiß, da hätte ich noch einen Step gehen müssen. Aber da bin ich selber schuld. Also wir hatten hier schon ein paar gute Chancen, dass das wirklich nicht geklappt hat. Oh, passt doch gleich, Meister. Boah, ja, das war scheiße. Von der Seite mag ich das immer nicht, ins Tor ranzulaufen, weil es dann so ein bisschen blöder Winkel ist, so mit der Sicht auch. Da hätte man schon ein bisschen mehr rausholen können, aber Gulaschi ist halt auch ein sehr guter Torwart. Aber wenn das so weitergeht, dann gehe ich stark davon aus, dass wir das Ding drehen können. Aber in Real Life würde ich schon sagen, so 2-0, 3-0 für Deutschland. Ja, das hat er geahnt, ja. Alles andere wäre dann auch ein bisschen,
Also wenn man hier als starke Nationalmannschaft auftreten. Oh ja, der war gut. Und jetzt der Schuss. Ja, verdammt. Da hätten wir auch wieder anders spielen müssen. Weil der andere wirkte das so ein bisschen so, als wenn der Verteidiger auf mich geht und dann geht er dafür ins Abseits. Ah, jetzt. Meine Güte, der war doch drinnen und auch kein Abseits, oder? Geht doch. Meine Güte. Kann mich nur wiederholen. Also das ist wirklich ein bisschen tricky hier gewesen. Aber er musste jetzt einfach mal mich ein bisschen krasser konzentrieren hier und dann wittert auch. So, nochmal. Nochmal und einfach mal hier dran vorbeimarschieren. Um ehrlich zu sein, bin ich davon ausgegangen, dass der nicht reingeht. Und ich lobe Gulaschi gerade noch so, ne? Und dann chippen wir das Ding schon irgendwie so rein. Wir gucken es nochmal kurz an, in der Zeit wechsle ich. Ja, den hat er sich selber noch reingechippt. 2-1, zweite Halbzeit läuft ein bisschen besser, ich habe mich warm gespielt. Man muss dazu sagen, es war auch ein Kaltstart, also ist jetzt das erste Spiel, was ich heute aufnehme. Zack, ja, schöne Sache. Jetzt müssen wir einfach mal so ein bisschen auch in die Sache reingehen und das da ganze Abseits, ne? Das gibt's nicht. Also ich tue mich auch ein bisschen schwer, also... Wo Gulaschi sich eben ein bisschen trottelig angestellt hat, stelle ich mich schon die ganze Zeit bei den Schüssen ein bisschen trottelig an. So, also hier hätte es definitiv schon 4-1 oder so stehen können, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sag trotzdem irgendwie, glaube ich, das wird... Verdammt. Das wird schon 0-0 Sieg. Eigentlich, auch wenn Deutschland jetzt bei den letzten beiden Spielen jeweils ein Gegentor bekommen hat. Wenn da kein Elfmeter oder sowas bei rumkommt, würde ich schon sagen, spielt Deutschland zu 0. 2-0, 3-0, wie gesagt, kann mich nur wiederholen. Ja. Alter, ich wollte gerade sagen, warum chippt er den noch so komisch über sich rüber und sowas? Er sollte den schon die ganze Zeit... Ah, verdammt. Ja, das war blöd. Er sollte den ganze Zeit wegkicken. Ich habe so tausendmal gefühlt auf Kreis gedrückt und... Gib's nicht, greif ihn doch ran, saug dich doch ran an den Gegner. Und dann haben die manchmal so eine Aussetzer, weißt du? Oft so smart und clever und dann solche Aussetzer. Ja, also was Fußball angeht, ja, haben wir als nächstes das Spiel noch gegen Ungarn. Danach müsste, glaube ich, nochmal irgendwie Italien kommen als Gegner, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann ist es, glaube ich, auch erstmal wieder finito, ne? Dann ist erstmal wieder Päuschen. Das nächste ist dann, glaube ich, ah nein, ja doch, nein, vielleicht, ah. Boah. Das nächste ist dann, glaube ich, die... EM oder WM der Frauennationalmannschaft, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt nichts Großes irgendwie vergessen habe. Testspiele werden einen Haufen kommen. Boah, da schon wieder gegen die Latte gesetzt. Nein, nochmal rein. Gott, wo geht der denn hin? Gulaschi hier aber jetzt auch mit Fehlern, dass er die immer so durchflutschen lässt. Was ist denn das? Was geht denn hier ab, ey? Hat er mit rechts abgezogen, so, ich weiß nicht, Havertz ist Linksfuß? Weil er hat sich den so auf links gelegt. Sollte er eigentlich gar nicht mehr... Ey, dass ich die Pille, die will aber auch einfach nicht in das Tor rein. Was ist denn da los? Aber er ist ein geiles Spiel, irgendwie macht das Bock. Ich finde das ganz witzig, wie die denn da immer so wegchippen. Also Gulaschi hatte ja jetzt auch schon drei Fehler sozusagen, dreimal so komisch abklatschen lassen. Das sind ja keine richtigen Fehler, aber es ist schon auch ein... Boah, was war das denn? Okay, wurde als... Ja, hallo, ich hab... Ich hatte schon längst gedrückt. Ich hatte schon längst gedrückt und dadurch hat es nicht mehr hingehauen. Er hat irgendwie Zeit verzögert. Das Ding leider nicht. Oh nein, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich sag ja, irgendwie haben die an den Torhütern ein bisschen rum geupdatet oder so. Die wirken teilweise sehr unsicher oder lassen die immer so komisch abklatschen. Genau, weg mit der Pille. Gucken aber auch alle nur so zu. Oh, der Ball fliegt da hin. Ja, ist egal. Das gibt's nicht, ey. Ja, weg damit. So, das Ding hauen wir jetzt erstmal in die Sterne, damit wir ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Ja, 2-1, also das hätten wir durchaus hier im Orakel solider spielen können, aber du weißt nicht, in Real Life sind das manchmal ja auch solche Spiele,
wo du eigentlich so denkst, ja, dürfte souverän ausgehen, ja, wenn das hier noch so weitergeht, fangen wir uns hier gleich noch ein Gegentor. Ja, okay, das war Quatsch. Spielen sich und kombinieren sich hier aber so easy peasy durch, ne? Meine Spieler gucken zeitweise nur. Ja, und dann kommt sowas, also. Da haben sie die Chance. Also das ist Wahnsinn, wie die sich hier mit ein, zwei Pässen durch alle durchkombinieren und meine Spieler dann nur blöd hinterher gucken. Na gut. Wir haben es jedenfalls 2-1 gemacht. Ich würde sagen, in Real Life ist das ein bisschen souveräner, was dann Deutschland zeigen wird, als das, was ich heute gezeigt habe. Aber so 2-0, 3-0 in Real Life kann ich mir schon gut vorstellen. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste wieder raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.